Berlin-Blockade. Das Motorengedröhn der Rosinenbomber macht den Menschen im Westen Berlins Hoffnung. Seit dem 24. Juni 1948 sind die Westsektoren der Stadt abgeschnitten. Die Rote Armee hat alle Verkehrswege in den Westteil Berlins abgeriegelt. Eine Versorgung auf dem Landweg ist unmöglich. Nahrungsmittel und alles Lebenswichtige wollen Amerikaner und Briten über eine Luftbrücke in die belagerte Stadt bringen. Die Eingeschlossenen setzen auf die Westalliierten. Ich habe immer gedacht, das werden die in gar keinem Fall zulassen. Das können die nicht auf sich sitzen lassen. Die müssen uns helfen, die werden uns auch helfen. Unzählige Flugzeuge versorgen die Stadt aus der Luft. Die drei vertraglich zugesicherten Luftkorridore werden als Einbahnstraßen organisiert. Zwei für den Hinflug, der mittlere Korridor für den Rückflug. In 5 Ebenen fliegen die Transporter. Alle 3 Minuten landet eine Maschine in Berlin. Das war also der erste Eindruck, den man hatte. Die ständige Bewegung auf dem Flugfeld. Landende Maschinen, startende Maschinen. Die Entladearbeiter warten schon. Wir fuhren ran. Und über diese Rutsche flogen dann die Säcke. Es war also eine ziemlich schwere Arbeit. Bis zu 700 Flüge bringen 5000 Tonnen täglich. 9. September. Im Westen Berlins demonstrieren die Menschen für die Freiheit. Bürgermeister Ernst Reuter redet. Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. Seine Worte sind Hilferuf und Durchhalteappell zugleich. Für die kleinen Berliner ist die Luftbrücke auch ein Abenteuer. Die Maschinen kamen ja sehr langsam runter. Da konnten sie das Personal, also den Piloten und den Co-Piloten, konnten sie alle sehen. Und die haben immer gewinkt. Die Amerikaner haben eine Überraschung für die Kinder. Kleine Fallschirme. Da hingen dann Kaugummis und ein bisschen Schokoladenstreifen dran. Und da war dann immer eine wilde Yacht, wenn die Dinger rausflogen. So gewinnt Amerika die Sympathie der Jüngeren. Frühjahr 1949. Immer größere Maschinen bringen immer mehr Güter. Die Sowjetunion erkennt, ihre Blockade ist gescheitert. Bei Verhandlungen in New York lenkt sie schließlich ein. Die Zugangswege nach Berlin werden geöffnet. 12. Mai 1949. Die Berliner feiern das Ende der Blockade. Die Westmächte haben ihre Freiheit verteidigt. Die Dankbarkeit muss bleiben. Die haben uns gerettet. Also da kann man nur sagen, Chapeau. Unglaublich. Toll. Die Luftbrücke verändert das Verhältnis zwischen Siegern und Besiegten. Da ist mir klar geworden, was Freiheit bedeutet, was auch Freunde bedeuten. Ja? Denn die Alliierten waren ja nun unsere Freunde geworden.